MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg. Nach den Heimspielen jeweils hier in der GTEC Arena gibt es den Fan-Talk. Heute hatten wir Minden zu Gast und die waren nett. Die haben von uns auch 40 Gastgeschenke bekommen, die sie wieder mit nach Hause nehmen. 31 haben sie hier gelassen und das heißt Heimsieg! Ganz... So ein paar Sekunden haben mir fehlt, dass du heute noch so eine Bude machst. Das ist unser heutiger Gast, Justus Kluge. Wie wichtig ist denn das überhaupt für dich, da immer noch so eine Bude dann auch zu machen, jetzt in dieser ersten wirklichen vollen Männersaison, wo du so eine Doppelfunktion mit Youngsters und erster Herren machst? Also vorneweg muss ich sagen, ich muss nicht unbedingt ein Tor machen, damit ich das genießen kann und Spaß haben kann. Ich muss auch nicht spielen. Das ist natürlich toll, wenn ich spiele, aber das alles ist für mich hier super. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich hier zu Hause ein Tor werfen kann, dann ist das 180 vom Gefühl her, ja. 180 was? 180 Orgasmen? Nee, das geht glaube ich nicht. Das müsste mein liebe Sportmediziner, der Justus und der Stefan, würden gern wissen, ob man 180 Orgasmen gleichzeitig haben kann. Mails bitte an Justus. ich habe euch beobachtet, als du dann die Jacke ausgezogen hast. Das ist ja dann wahrscheinlich immer ein Kribbeln. Ab der wievielten Minute guckst du noch schon mal so zum Trainer immer und sagst dann, jetzt könnt ihr ja vielleicht doch, wir führen mit 8. Ab der ersten Minute. weil du unbedingt willst. Ja, also ich weiß natürlich, dass wenn wir hochführen und wir souverän auftreten, dann so ab der 50. Minute bereite ich mich so langsam vor, aber eigentlich, also das war jetzt Quatsch, was ich gesagt habe, ich bin immer bereit, aber mehr gucke ich noch so ab der 50., ja. Hast du dann manchmal auch so Blickkontakt mit dem Trainer? Lass uns doch mal hinter die Kulissen gucken. Ist das so für so einen ganz jungen Spieler wie dich, dass man so sagt, jetzt guckt er, jetzt gucke ich auch, jetzt guckt er, guck ich, die Blicke, bup, bup, bup und dann? Nee, also ich glaube, das kann man mit Benno nicht machen, der steht so unter Strom. Und ich auch, also das ergibt sich, da braucht man nicht vorher gucken, ja. Matze hat dich dann in den Arm genommen und hat dir relativ lange noch was ins Ohr geflüstert. Und ich habe nur ein Wort, ich stehe ja relativ knapp hinter euch, ich habe so ein Wort Tempo-Gegenstoß, habe ich gehört, hat er dir ins Ohr gebrüllt. Was erzählt denn er dir da? Oh, das habe ich gar nicht gehört. Ja. Aber er hat gesagt, also bevor wir uns in den Arm genommen haben, da hat er gesagt, wir wollen das Ding hier hochgewinnen, also gib alles, Junge. Und das ist eigentlich das, was er mir immer mit auf den Weg gibt, weil das soll natürlich nicht abreißen, wenn er von der Platte runter ist. Ja. Wie ist denn das jetzt eigentlich so mit Matze und dir? Ich meine, der Typ, der ballert gerade, ich weiß gar nicht, hat der überhaupt schon ein Spiel unter 8 Tore gemacht in dieser Saison? Das ist der absolute Wahnsinn. Momentan sehr, sehr weit in Führung liegender Torjägerkanoneninhaber bis hierher. Er würde jetzt sagen, weiter, immer weiter, genau. Und wie ist denn das? Guckst du ihm da schon besonders zu? Redet ihr viel miteinander oder musst du die ganze Zeit nur Bälle tragen? Nee, also Matze macht das richtig gut. Wir reden viel. Immer ein Spaß auch bei mir mit, also immer mit dem Spaß zu haben. Gibt mir Tipps und macht das auch locker, dass ich da nicht allzu angespannt bin. Und ja, jetzt ist er natürlich gut drauf, ist im Flow und will auch so viel wie möglich auf der Platte stehen und jedes Ding reinhauen. Und tun wir gut daran, dass er weiter so macht. Aber er gönnt mir das natürlich auch, wenn ich dann mal mich austoben darf. Wie sind das für dich überhaupt, gleichzeitig Youngsters zu spielen und dann immer hier mit dabei zu sein? Das sind ja schon unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Mitspieler. Wie kriegst du das in deinem Kopf klar? Ja, also ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach, diesen Switch zu finden, hier zu spielen und dann auch bei den Youngsters, weil ich eben bei den Youngsters noch eine ganz andere Rolle habe. Aber andererseits, ich spiele total gerne noch bei den Youngsters, ich weiß, wo ich herkomme und bei den Youngsters sind meine Jungs und meine Freunde und wenn es passt mit dem Spielplan, spiele ich auch total gerne damit. Ich glaube, dass du wahrscheinlich hier auch nochmal auch einladen würdest, dass möglichst viele Leute auch zu den Youngsters spielen gehen. In die Hermann-Giesler-Halle ist ja gar nicht mehr so lange, dass man da Handball sehen kann und außerdem ist es ja auch eine besondere Stimmung da, oder? Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Das macht uns richtig Spaß und auch den Jungs, die auf den Rängen sitzen. Wir haben eine sehr familiäre Stimmung in der Gieselerhalle, sowieso immer ein Highlight zu spielen. Und ja, wir suchen da auch den engen Kontakt, dass wir da eine enge Einheit bilden. Wie ist denn das eigentlich? Jetzt spielst du in der ersten mit, kriegst vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Hast du dir schon einen neuen Roller gekauft? Oder ein Fahrrad, Dreirad? Nee, darüber sprechen wir nicht. Okay, nicht mal ein Fuchsschwanz für dein Fahrrad. Nee, nee.
Okay, die Nummer ist dann jetzt also, wir haben morgen ja beide schon wieder so einen Dreh vor. Wir werden was ganz Besonderes miteinander machen für Spielfrei, diese Kolumne, wo es halt nicht um Handball geht. Da probieren wir immer nicht über Handball zu sprechen. Ich kann ja schon mal zumindest einen kleinen Vorgucker, damit es spannend ist und Sie jetzt schon den Tag herbeisehen, wo Justus Kluges Folge laufen wird. Wir werden über Musik reden, ja? Oh ja. Und wie sehr hast du dich gefreut, als ich dir das eröffnet habe am Telefon? Also ich bin ehrlich, ich bin überhaupt nicht so der da aus der Haut geht, überhaupt nicht der Sänger und... Aber wir werden singen. Ich weiß, aber ich bin gespannt und ich hoffe, der Spaß steht im Vordergrund. Natürlich steht da der Spaß im Vordergrund, weil ich bin klein und du kannst nicht singen, was soll denn dabei rauskommen? Also ich habe dich ja auch gefragt, ob du den Lieblingssong deiner Mutter kennst, das war lustig. Deine Antwort war... Natürlich. Das ist ein Schwindler. Hast du es schon rausgefunden? Ja, wir sind noch an der Auswahl. Ist das eher eine Beratung oder lässt sie dich raten oder sagt sie dir, nimm mal den oder den? Naja, so ein paar Favoriten kenne ich, aber jetzt, wo du es so angekündigt hast, muss natürlich alles passen und da soll natürlich auch der perfekte Song rauskommen, ja. Das wird geil. Stellen Sie sich vor, also so zum Beispiel Ganz in Weiß oder so. Oder der Schneewalzer oder irgend sowas, wir beide in einem Auto und dann singen wir den Song. Also das wird eine schöne Folge, glaube ich, spielfrei. Das ist der kleine Spaß, damit wir euch auch so ein bisschen kennenlernt, wie ihr sonst so seid. Was wir hier sehen, ist ein bodenständiger Junge. Wir können nur hoffen, dass der Lauf der Profisportkarriere so ist, dass wir möglichst lange oder vielleicht auch, so formuliere ich es mal, möglichst oft Justus Kluge hier sehen. Wir wissen nicht, das kann man immer nie vorhersehen, wie das so funktioniert im Moment. Genau der richtige Mann am richtigen Platz. Es ist ganz großartig, dass du da bist. Ich hoffe, dass viele von Ihnen dann mal bei den Youngsters auch vorbeigucken, dass der Körper hilft und dass du das hinkriegst mit dem Hin- und Her-Switchen mit den verschiedenen Spielsystemen. Könnte man überhaupt sagen, wie viel schneller ist Bundesliga im Vergleich zu den Youngsters? Unfassbar. Also ich meine, wir spielen bei den Youngsters schon unheimlich Tempo-Handball. Trainieren dafür auch richtig hart, dass wir da über die Platte putzen können. Aber was die Jungs, was wir hier bei der Ersten machen, das ist nochmal eine ganz, ganz große Schippe mehr, ja. So sieht's auch aus. Und wenn dann nochmal jemand ICE, ich glaube, es war sogar Frank Carstens selber heute, der Trainer gesagt hat, ICE-Handball. Ich freue mich dann schon in den nächsten Spielen, wenn ihr dann mit einer Lokführermütze auflaufen werdet. Das wird der absolute Wahnsinn. Justus Kluge, ein Magdeburger Junge hier aus unserer Truppe. Vielen Dank, dass du da warst. Jetzt Autogramme und Fotos. Und wir sehen uns dann schon bei den nächsten Spielen. Viel Glück für die Füchse. Dann auch wieder hier gegen Hannover zu Hause. Und vielleicht bei spielfrei singenderweise A New Star is Born. Justus Kluge, dein Applaus.